Du hast zwei mit Zero und mir zusammen. Hi. Hi, ich habe meine Aufgabe ein bisschen spät gestartet, aber egal. Naja, passiert. Bevor wir richtig anfangen, habe ich wieder einen Brief. Abgesehen davon, dass es jetzt zum Spielen verfügbar war. Ach so, ja, genau. Es gibt eine neue Geschichte von Path of Fire. Das wird uns jetzt heute noch nicht so richtig interessieren. So, tägliche Belohnung. Und ich habe einen Brief von Dragon. Hi Regi und auch Zero. Eine kleine Ergänzung, was ich mit dem Freischalten von den gesperrten Skins gemeint habe. Und damit meinte ich natürlich die Rüstungs- und Waffenskins, dass man zum Beispiel durch Wiederverwerten, Anlegen oder per Rechtsklick auf einen Gegenstand und die optisch was und die Option Skin freischalten wählt, machen kann. Und dass Zero jetzt auf Luft zuerst gegangen ist, ist gar nicht schlimm, weil das lediglich eine Empfehlung von mir war. Ja, genau, natürlich. Also entscheiden müssen wir natürlich selbst. Ich bin natürlich immer, also ich für meinen Teil bin trotzdem immer sehr dankbar für Empfehlungen. Ich habe ehrlich das mit den Skins nicht so richtig verstanden. Ja, das ist jetzt die Kleidung. Ich könnte jetzt meine aktuelle Kleidung haben und sie verändern, halt aussehentlich. Ja, gut, Das, was okay. du wie Ja. auch machen kannst. Ja, alles klar. Ja, Haltet sie von der Maschine weg. Weiß, Wir in jedem erhalten anderen faszinierende Spiel heißt es Daten. Skin, in WoW heißt es Ich will brauche mehr Transmogrifizieren. Ausdauer. Und ich habe sehr lange gebraucht, dieses Wort zu lernen. Mir wurde übrigens letztens gesagt, dass es tatsächlich eigentlich sogar besser ist, wenn wir so wie beim letzten Mal unsere Geschichten abwechselnd machen. Ja. Ja. Also ich meine, im Endeffekt, klar, ist das auch unsere Sache, Ja, gut, aber jetzt ist es ja schon fast zu nett. spät. Jetzt haben wir Ja, deine Geschichte fast theoretisch schon. durch. Aber beim nächsten Mal machen wir es gerne wieder. Nur ich dachte Ja, halt und so, sind die Geschichten halt zusammenhängender und es ist nicht so verwirrend, wenn sie so verworren werden. Aber wir haben hier übrigens ein Event. Ja, ich weiß. Hatten wir schon mal gemacht. Ja, ich weiß. Aber es reizt mich. Da ist natürlich was vorbei, das Event. Yay! Firefox! Herzlich willkommen! Danke für den Follow! Ach ja. Ja, wie gesagt, Ich will hier nicht runter. Oh Gott. So Ich weiß nicht, schmeckt irgendwie mein um zu stinkenden umgehen. Atem. Schön. Ja, genau, wenn du sie anhauchst. Ich weiß nicht, immer wenn irgendwo Ich ein bin Event das Feuer. auftaucht, denke ich mir so, oh, nicht wild! Ich muss es mitmachen. Nein, ich kann's nicht. Jetzt ist es zu spät. Aber ja, stimmt, ich erinnere mich jetzt gerade. Ich brauche nur noch ein paar Punkte für eine korrekte Regression. Ihr kommt hier nicht her. Nein! Huch! Da ist der Baum explodiert. Mein Loot! Ja. Zum Glück eine liegt da. So, gleich ist das Event vorbei. Jo. Dann würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall ja, deine Questreihe erstmal zu Ende. Ja, na, jetzt haben wir ja so angefangen, aber halt dann fürs nächste Mal einfach. Müssen wir mal gucken. Irgendwie sollte Nee, sich ihr habt irgendwas geschlossen. überschneiden. Was, irgendwann wird sich überschneiden? Ja, irgendwie gibt es irgendwie eine Story, wo wir dann beide das Gleiche machen müssen. Das war eigentlich der Hintergrund der Sache. So, aber wir werden es dann sehen. Oh, Knochen später. So, wir müssen jetzt weiter runter, wieder nach Wegmarke Astoria. Wegmarke Astoria, Ups. wo war die noch gleich? Ach, ganz unten, ne? Ja, genau, so. Also relativ weit unten. So. Deadline! Du hast mein Chat gar nicht offen, ne?
Ich? Nö, scheiße. Upsi. Ja, Deadline. Also mir geht's persönlich gut. Ich habe ein relativ ruhiges Wochenende letzte Woche gehabt und dieses Wochenende zum Glück auch. Ach, ich hoffe, dir geht's auch gut. Yay, Bianca! So, Chat ist jetzt offen. Hallo, ich kann jetzt auch mit euch kommunizieren. So. Ja, und Bianca mit meinem süßen Smiley. So, wo geht's jetzt hin? Ich bin ja der Führer, wir müssen in die andere Richtung. Ich würde euch gerne sprechen. Super. Guck mal, da kommt was auf uns zugerollt. Ja, das ist wie aus dem neuen DLC. Das ist cool. Wir müssen uns echt irgendwie... Ach. Ja. Irgendwann kommen wir da auch hin. Irgendwann. Irgendwann, ja. Hätten wir gleich zum Hain teleportieren können. Keine Ahnung. Das grüne Ding war hier angezeigt. Ja. Also ich meine, eigentlich hast du recht, aber es wurde da so angezeigt. Da stehst du noch. Keine Ahnung, warum eigentlich voll dumm, ne? Was ist denn das denn da? Bist du das, der die ganze Zeit hier die Erde zum Beben bringt? Nein. Oder? Okay. Kann sein. Das kann mein Blitz sein, den ich mache. Wenn ich mich zu schnell fortbewege. Ja, das kann sein. Müssen wir gleich gucken, wenn die Cooldown wieder da ist. So. Kenne viele, die das machen. Wo hat es euch am wenigsten gefallen? Flink und sicher. Fahrstuhl nehmen. Es hat mich ausgezehrt, die ganze Zeit zu frieren. Ich will das skippen. Geht nicht. Aber ich guck's mir auch ehrlich gesagt gerne immer wieder an. Aber weißt du, was ich noch so richtig cool finde? Ja. Ich habe jetzt die Einstellungen für den Stream genommen, wie bei Sims 4. Und Sims 4 streame ich ja in 1080p. Und das kann ich mit Guild Wars 2 auch machen. Ach, Katze. Ja, dabei habe ich ihm extra Essen gegeben. Weil es bringt wahrscheinlich nichts. Nee, der kriegt er erst aufs Maul von mir. Da seid ihr ja. Alon und Pelham haben mir erzählt, was ihr am Handelsposten erfahren habt. Das Einzige, worin wir uns alle einig sind, ist, dass wir rausfinden müssen, wer den Dengatel den Salisco-Extrakt abgekauft hat. Schwunggoldschnabel hat uns verraten, wo wir das Dengateldorf finden. Wir gehen hin, stürmen rein und zwingen sie, es uns zu sagen. Ihr wollt einfach ihre Verteidigung stürmen und hoffen, dass ihr überlebt? Seid ihr irre, Alon? Wir brauchen ihnen nicht mal weh zu tun. Die Dengatel treiben Handel mit Goldschnabel. Ich wette, sie würden auch gerne mit uns handeln, wenn wir etwas hätten, was sie haben wollen. Sowas wie magische Waffen etwa. Wir haben keine Zeit, uns magische Waffen zu besorgen, Pelham. Wir müssen sofort etwas unternehmen, sonst stehen Menschenleben auf dem Spiel. Handelt mit Weisheit, aber handelt. Alles Leben hat ein Recht zu wachsen. Beim blassen Baum. Die streiten sich noch ewig. Also... Ihr übernehmt das Kommando. Wählt einen Plan aus und führt ihn durch. Ich kann entscheiden, ob ich lieb oder böse bin. Ach hey. Pass auf, ich mache jetzt meine Fähigkeiten, gucken, ob es bebt. Nein, es hat nicht gebebt. Siehst du, war ich aber nicht. Deadline, das sind ja nicht so schöne Nachrichten. Hui, das war's. Hab ich aber gar nicht gemacht vorhin. Okay, komisch. Dann vielleicht irgendjemand in deiner Nähe. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, welchen Weg wählen wir aus? Ja, das musst du wissen. Das musst du wissen. Ja, lieber Chat. Wollen wir den netten Weg oder nehmen wir den brutalen Weg und töten einfach alle? Das ist natürlich praktisch, ne? Wenn man das live macht, dann können das andere entscheiden, dann muss ich das gar nicht tun. Weißt du, was ich mich frage? Commander Root, danke für den Follow. Und, was denn? Ob ich mit meiner Fähigkeit, mit dem Blitz vielleicht einige Jump'n'Run-Passagen sogar überspringen kann.
Nein. Das ist dann gesperrt. Ich probiere es mal kurz aus hier auf der Treppe. Deadline sagt brutal. Er kennt mich. Ich bin eigentlich auch immer dafür. Ah, es geht nicht. Danke übrigens dir jetzt nochmal ganz besonders, weil du bist heute Follower Nummer 100. Leute, wir haben die 100er Marke geknackt. Das finde ich richtig geil. So, wollte ich jetzt mal kurz erwähnen. Und wir haben dort gut zusammengearbeitet. Ihr geht geradewegs auf eure Probleme zu, genau wie ich. Sehr schön. Erzählt mir mehr über euren Plan. Wir wissen, wo sich die Dengatel befinden. Also los, lasst uns ein paar Froschschädel einschlagen. Ganz einfach. Ich will euren Plan. Das ist die direkteste Option. Wenn ihr euch genug zum Narren gemacht habt, treffe ich euch hier. Und ich habe den Zalisco-Extrakt dabei. Ich kann mir eine Sache aussuchen. Ein Langbogen, ein Kurzbogen und noch ein Kurzbogen. Ich bin absolut für Langbögen. Bringt das was? Nö. Nein. Okay, der Langbogen bringt mir schon mal nichts. Der Kurzbogen bringt mir aber erst recht nichts. Na gut. Okay. Ja, dann. Was, der Inhaber der Instanz ist gegangen? Warum? Ja, weil wir hier fertig sind. Weil wir eine Fähigkeit eingesetzt und was plopp weg. Ich dachte, oh Gott, was habe ich gemacht? Zero hat das Dungeon kaputt gemacht. Hallo. So, bist du jetzt fertig mit deiner Questline oder geht's noch weiter? Nee, es kommt noch. Naja, klar, also wir müssen jetzt natürlich die Dengatel besiegen. Also wir müssen sie jetzt alle töten, ne? Ist klar. Okay. Und wir müssen jetzt natürlich wieder nach oben. Wer hätte das gedacht? Warte. Wie war das? Ich vergesse. Ja, genau. Ich habe gerade eine persönliche Wegmarke hingesetzt. Ich bin begeistert. Ich habe mich daran erinnert, wie das funktioniert hat. Ich war gut. Okay, dann nehme ich den oberen. Und ich würde sagen, ja genau, Falias Dorf, ne? Keldeonwald bin ich jetzt, ja. Ich weiß nicht, wird hier die Wegmarke angezeigt oder wird hier einfach nur der Wald angezeigt? Ist mir auch egal. Ich weiß ja, wo es hingeht. Wir treffen uns da. Ja. Mit meinen Fähigkeiten bin ich ja fix da. Hui! Achso, nee, der Wald wird ja nur, also bei mir wird auch Keldeonwald. Beziehungsweise Kaledonwald. Egal, ich bin da. Oder Kaledon. Man kann das ja relativ gut. Schmecke meine Peitsche, Eber. Ich bin ausgewichen bin. Ich bin Profi. Stimmt, wir haben jetzt sogar zwei, die meine selbstgemalten Smileys benutzen können. Das finde ich voll toll. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich mich das macht, wenn ich hier meine selbstgemalten Smileys sehe. Voll süß. Hat sich gelohnt, auch wenn sie nicht perfekt sind. Naja, ich kann jetzt dein Smiley auch in meinen Subs verwenden. Ja, stimmt. Ist euch mal aufgefallen auf Zeros Kanal? Bei Ark, bei den Thumbnails, ist ein Teil von meinem Smiley verbaut. Ja. So, der Typ da vorne, guck mal. Arlon. Er wird uns jetzt sagen, was zu tun ist. Seid gegrüßt. Schwung sagt, das sei das Dengatel-Gebiet. Wirkt bis jetzt ruhig. Seht ihr irgendwelche Wachen? Oder Spuren des Zalisco-Extrakts? Jede Menge Wachen. Eine erwähnte, der Extrakt sei hier verwahrt worden. Aber in den nördlichen oder südlichen Hütten? Das sagte er nicht. Wenn wir Glück haben, ist er noch hier. Durchsuchen wir beide Gruppen von Hütten und hoffen wir auf das Beste. Wir sollten vorsichtig sein. Im Fluss schwimmen Patrouillen. Um zu den Hütten zu kommen, müssen wir erst das Wasser freiräumen. Klingt gut für den Anfang. Legen wir los. Okay. So, also erst den Fluss von Feinden befreien und dann geht's los. Zero springt schon mal vor in den Tod. Finde ich sehr. Mach sie alle kaputt. Oh, ich habe ja neue Fähigkeiten im Wasser, stimmt. Haha. Blitz gegen Wasser, ihr Penner. Ihr habt keine Chance. Nehmt dies. Im Endeffekt. Ganz ehrlich, ja. Zero will einfach nur die ganzen EP abgreifen. Ja. Kann ich. Ich mach sie alle fertig. So. Ich will meine Fähigkeit nicht mehr einsetzen, habe ich noch gar nicht gemacht hier. Ich dachte,
dachte, ich gewinne. Du willst einfach die ganzen EP abgreifen, gibst du? Nicht, das teilt sich doch sowieso. Hübsch. Du musst dir einen Grund geben, warum du die ganze Zeit besser warst. Beziehungsweise weiter warst. So. Ja, oh Gott, ich war eingesperrt. Ups. Ja, ich konnte meine Fähigkeiten im Wasser nicht einsetzen. Das war blöd. Ich töte sie alle auf einmal. Boom. Ach, ich glaube, es ist auch einer. Ich sollte mich heilen. Und irgendwelche Sachen einsetzen. Oh. Nicht schlecht. So. Guck mal. Da. Gläser. Die Gläser sind voll mit Tränken, aber sie enthalten kein Zalisco-Extrakt. Braucht ihr etwas? Okay. So, das noch so ein Typ? So, die Früchte sind hier sowieso. Ey, euer Ende ist nah. Oh mein Gott, die kommen jetzt auch noch alle. Ja. Hab ich gleich den Blitzdings da, die Penner. Hey. Ich vergesse mal, dass wir in so einer Instanz ja gar kein Loot bekommen. So, durchsucht die Hütten im Süden. Achso, warte mal. Also Hütten im Norden haben wir jetzt irgendwie fast alle durchsucht, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, warum sich das auffüllt, obwohl... Von dem Zalisco-Extrakt. Ja. Schauen wir in die anderen Hütten. Alles klar. So. Das heißt, irgendwo auf der südlichen Seite... Hier, ich kann damit hier interagieren, aber es wird angezeigt. Was wird angezeigt? Hier, bei mir. Große Gläser. Nee, das habe ich doch schon vorgelesen. Achso. Da war alles Mögliche drin, aber nicht das Extrakt. Achso, ich dachte, du hast das hier. So, genauso wie da. Nee. Achso. Ja, stimmt. Nee, es ist schon fertig mit Durchsuchen. Okay. Komm mit. Jetzt müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen durch den Fluss schwimmen. Bam! Da habe ich ihn voll weggerammt, ey. Hat er nicht mit gerechnet, dass der Blitz kommt und ihn tötet. Hier ist es. Also scheint sich einfach entweder nach Zeit zu füllen in dem Dorf hier oder nach Schritten, die man so gelaufen ist. Genau. Ich gewinne. Auf in den Kampf! Oh, da kommen noch mehr. Huch. Bam! Richtig schön rein ins Gesicht. So Ding, Junge. Ich hab voll Spaß an meinen Fähigkeiten. Ja, ich muss sagen, ich mittlerweile auch. Jetzt haben wir ja genug, endlich. So, und hier ist nochmal. Genau, da ist auch kein Extrakt mit bei. Huch, hier ist ja ein Wassergeist. Hier ist auch kein... Wieso gehört der Wassergeist zu unserer Gilde? Mich kriegt ihr nie, ja, das ist meine. Also, das ist mein Begleiter. Da. Bam! Fang ihn! Bin schon dabei. Gegen meinen Blitz kann er nichts ausrichten. Halt den Gartel! Gebt uns den Zalisco-Extrakt oder ihr verliert euer Leben! Ihr seid zu spät. Der Extrakt ist weg. Doch Zottel, Sprecher des Orgottelstamms, hat ihn. Er wirkt eine große Magie. Das Auge der Sonne. Es wird euch alle vernichten. Auge der Sonne? Was ist das? Sagt es mir. Dicke Dorne, ich habe von den Orgottel gehört. Ein Stamm von Mystikern. Ihr Sprecher muss den Dengartel geholfen haben, den Extrakt zu rauben. Die Lage ist soeben deutlich gefährlicher geworden. Wir sollten zu Traherne zurück und ihn informieren. Gewöhnlich würde ich widersprechen, aber diesmal stimme ich euch zu. In diesem Behälter ist noch ein Rest des Extrakts. Ich nehme ihn mit und treffe euch beim Hai. Bianca, ich muss sagen, Sie sind relativ gleich auf. Also WoW und Guild Wars. Und übrigens, hi Dani Pika. Also ich würde mich, glaube ich, niemals entscheiden können zwischen diesem Spiel und World of Warcraft. Weil sie haben einfach einen viel zu unterschiedlichen Charme. So. Boom. Stufenaufstieg? Wie Stufenaufstieg? Ich bin Level 22.
Ich hab gerade mal ein Viertel von 21 hier. Aber wahrscheinlich, weil deine Quest zu Ende geht hier. Das kann sein, ja. Dann bist du nachher dann wieder weiter auf. Kampfkombinationen. Da bin ich immer gespannt. Er schafft zusammen mit den Fertigkeiten anderer Spieler. Oh, okay. Kombinationen im Kampf. Einige Fertigkeiten wie die Flammenwand des Elementarmagiers erschaffen Felder, die dafür sorgen, dass durchfliegende Projektile zusätzlichen Schaden durch Brennen verursachen. Schaut euch eure Fähigkeiten an, um eure Kombofelder und Komboschüsse zu sehen. Das könnte interessant werden. Ich habe keine Flammenwand mehr. Wie nicht mehr? Ja, du hast sie nicht drin, aber du kannst sie ja trotzdem noch. Also, wenn man sie jetzt benutzen wollen würde. Dann bräuchte ich die entsprechende Waffe dafür und das ist ein Zauberstab. Ah, okay. Aber es gibt ja garantiert noch mehr. Es gibt ja vielleicht noch eine andere Wand. Oder irgendwas, was man kombinieren könnte. Element Feuer. Wer weiß. Gehorche mir. Na, ich habe nichts. Achso, das hier könnte eventuell. Also, müssen wir mal durchgucken. Also, es muss dann auf jeden Fall mit dazu stehen. Aber nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir auf jeden Fall zurück. Warte mal. Na genau. Also zurück auf die andere Seite des Flusses. Und die Quest sozusagen abgeben. Und da hoch auf den Berg. Euer Ende ist nah! Gut, mit wem kämpft er jetzt schon wieder? Ach nee, bin ich doof. Ich dachte, man könnte hier abgeben, aber. Ja. Ach, du bist abgehauen. Dann töte ich noch den Eberstell. Oh, zu spät. Da bin ich. Ich bin der Wind. Ja, Deadline, genau. Pokémon Sonne. Das, was ich so oft spiele. Nicht. Hä? Naja, Deadline hat gerade geschrieben, dass... Nee, ich bin gerade gegen eine unsichtbare Mauer gelaufen. Achso. Die habe ich da hingebaut. Ich habe die schon wieder eingeholt mit meinen Fähigkeiten. Element Feuer, gehorche mir. Du läufst in die falsche Richtung. Was? Achso, das ist mein Tierchen, was da hinten... Achso, ich dachte, das bist du. Egal, ich hol dich ein. Ah, ist ein Baum. Ich habe einen Baum gefunden. Boom. Da lang. Oh, hier sind überall Raptoren, hallo. Hallo Raptor. Ich hab die auch gern nicht. Link und sicher. Achso, oh. Wird er noch belebt? Ja, ich mach die schon kaputt. Element Feuer, gehorche mir. Oh, Lehrlingswarms, cool. Okay. Klamotten bekommen, die ich schon seit Ewigkeit nicht mehr getragen habe. Da ist noch ein Baum. Ja, das ist gut, den brauche ich nämlich. Bäume sind so einer der wichtigsten Rohstoffe, die ich brauche. Oh, Zimtstangen aus dem Baum. Lecker. Ja, Ja, Cookie habe ich ja immer bei den anderen Streams. Der geht's gut. Wieso bekomme ich jetzt so viele Klamotten? Was soll denn das? Brauchte ich doch gar nicht mehr. Ich glaube, Cookie ist noch satt seit dem letzten Wochenende, wo sie vollgestopft wurde mit Kissen. So ist Cookie jetzt gerade nicht da, oder was? Nein, Cookie ist gerade nicht da. Nee, ich habe die immer, wenn wir das Arc und Guild Wars 2 machen, habe ich die immer aus. Achso. Da habe ich nicht so viel im Bildschirm drin wie bei den anderen Streams. Oh, das ist ein Baum. Hui! Ja, mach ihn nicht kaputt! Bist du verrückt? Ich war Erster. Ja. Ich mag meine Fähigkeit. Aber du siehst schon, also die, ja. Ach, Leute. Also ich, wenn ihr unbedingt wollt, dann werde ich in Zukunft die auch überall anders mit einbringen. So, und warum laufen wir den Weg eigentlich? Ich weiß es nicht. Hier sind überall Erze. Nehme ich mit. Ja, ne, ich teleportiere mich jetzt. Bin doch nicht doof. Obere Distrikte. Ja, ich nehme dieses Erz mit hier. Jo. Oh, Jäger und Sammler. Erfolgreich gesammelt. Cool.
Ja. So, obere Distrikte, sagst du? Ja. Deadline sagt gerade, die Katze muss fett werden. Hallo, der soll nicht so aussehen wie Mr. Flauschig nachher. Du musst eine kleine süße Cookie bleiben. Mr. Flauschig ist voll der Drecksack. Ja. Vor allem wirklich, ja, so doof eigentlich. Ich habe ihm vorhin, kurz vorm Stream, habe ich ihm extra Essen gegeben, weil ich dachte, ja, okay, mein Gott, dann hat er wenigstens was. Beziehungsweise, okay, schauen wir uns doch in den Fahrstuhl. Oder? Ja, dann hat er wenigstens was. Hat auch gleich reingehauen, weil er super Hunger hatte. Und was passiert? Wirklich, beim Fressen hört kurz auf und kotzt genau neben den Napf. Fast noch am besten in den Napf. Und ich denke so, ja, Katze, ist schon blöd, ne? Mhm. No. Nein, stimmt schon. Mr. Flauschig ist nicht fett. Da passe ich schon auf, dass er nicht fett wird. Ist ja auch nicht gut für so eine kleine Katze.